Ciao, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier zu Fortnite Battle. Oh ja, Leute, das ist ein Solo-Gameplay. Ich weiß nicht, der neue Modus, der Getaway, ist verfügbar, aber nur mit Squad-Modus. Und naja, ich dachte, ich spiele alleine. Da habe ich keine Chance gegen Squads, Leute. Das ist ganz ehrlich. Also, da kann ich nichts machen gegen Squads. Von daher ist jetzt einfach hier im Solo-Modus, also einfach Solo-Modus spielen. Es geht ja gar nicht im Solo-Modus. Genau. Zu den Leuten gibt es ja auch noch die Herausforderungen, und zwar die hier. Ich habe schon 8 Partien gespielt, ich habe schon ordentlich gespielt, wie ihr schon sehen könnt. 1 von 5, 24 von 500, also ich sag mal so, Spiele war okay, aber naja, mit den Juwelen war es noch nicht so erfolgreich. Zudem gibt es auch gerade diese drei Sachen Shop, also einmal diese Ärztin und Arzt, was auch immer die auch immer sein mögen. Und dann haben wir noch einmal den Safecracker und den Wildcard Skin. Und den Wildcard-Skin habe ich echt. Und bei dem Wildcard-Skin bin ich echt ein bisschen unsicher, was ich mit dem Ding machen soll. Denn ich möchte ihn schon ganz gerne haben, aber ich weiß nicht, ob ich meine V-Bucks sich doch mal was anderes aufheben sollte. Leute, ich mache hier oben so mal eine Abstimmung. Sagt mal ja oder nein, was ihr denkt. So, ich würde sagen, ich springe mal in die erste Runde rein. Ich hoffe mal, es sieht alles gut. Mein Emote-Button spinnt komplett herum. Also, ich kann meinen Emote-Button nicht mehr drücken. Und generell sind die FPS heute einfach nur lahm. Also einfach ohne Stream, ohne Recording, ohne alles zu spielen, ist vollkommen nice. Aber sobald ich den Stream oder halt das oder die Aufnahmen in diesem Fall anmache, spinnen die FPS rum, als gäbe es keinen Morgen mehr. So, also ein kurzes Update. Ich hab gerade herausgefunden, dass mein Emote-Button wieder zumindest fürs Danken des Busfahrers funktioniert. Bis vor 5 Minuten ging der Button noch nicht. Ja. Aber jetzt geht er. Eventuell wieder, keine Ahnung. Eventuell geht jetzt ja auch die FPS wieder richtig klar. Wer weiß. Hab jetzt auch keine richtig Ausbrüche an FPS gehabt, also einfach Leaks, also Schwäche an FPS, sag ich einfach mal, gehabt. Hier liegt eine Burst Eye, ja. Hab sie vergessen, ich habe jetzt ja auch so viel gehabt. Wow! Sorry, Bro, ich brauch den Kill. So, einmal 2 Kills. Was? Also, wie viel HP hat er noch? Wie viel HP hat der Digga noch? 14 HP. Also, Mist. Ich hab grad nachgeladen. Ich hätte in meiner Koffer bleiben müssen. Mist. Gut, war mein Fehler. Ich würde sagen, ich gehe. Ich kann mich gerade überhaupt nicht entscheiden, Leute. Salty. Ich wollte sagen, was mir gerade eingefallen ist, Salty. Wir haben jetzt auch gerade schon wieder 3 Energiefelder. Also, das heißt, es ist eigentlich kein. Es ist ja eigentlich die Schwerelosigkeit der Zone, aber ich finde es einfach ein Energiefelder. Das sieht einfach so energiegeladen aus, finde ich. Ist meine Meinung. Das sind die Energiefelder. Davon haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal 3. Der Cube ist schon ganz da hinten. Es hat auch schon eine gute Strecke zurückgelegt. Muss man ganz ehrlich sagen. Ist jetzt schon bei Retail. Ich glaube, das Finalziel ist Pleasant. Oder irgendwo hinter Pleasant. Ist, glaube ich, das Finalziel. Ja. Einmal kurz gehittet. Oh Gott. Ja. Ich scope nochmal lieber dahin, nicht, dass ich nochmal fehle. ach man, ich würde immer so gerne mittanzen, aber ich hab immer die Angst, dass die mich dann pickaxen und sowas, weil ich bin halt echt auch nicht der Präzisionsreiche. Ja? Meine Präzision hat sich jetzt in den letzten paar Tagen wirklich stark verbessert. Dennoch ist da noch viel Raum. Raum offen für Verbesserungen. Nochmal Bandagen. Ich habe jetzt auch Auto-Pickup und alles Auto gemacht, damit es auch mal einfacher geht zu spielen. Eieieiei. Genau.
Da gehe ich nach oben. Da gehe ich nach oben, weil da oben ist ja auch was. Oder nicht, ne? Oder irgendwie so. Hä? Hey, ja, ja. Was? Was? Warum nutzt er denn seine Haftgraben zuerst? Und warum hatte ich gerade den letzten Schuss so krasse Lags? Als wenn er mich gerade... Oh mein Gott. Mich hat noch nie ein Gegner so derbe krasse überrascht. Ich dachte im Hinterkopf doch schon, es wäre doch gelacht, wenn er jetzt keiner runter wäre. Aber so hat es ja auch bewahrheitet. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es dann, nachdem die gerade Haftgrade anschmeißt, nochmal eine Überraschung hat. Also zwei Überraschungen aufs Mal, zusammen ist eine Überraschung an der Stelle. Ja, okay, ich habe ein witzig Problemchen hier. Wenn jetzt hier nichts drin ist, ich meine, warum fahre ich überhaupt? Natürlich ist da nichts drin. Wow. Ich habe jetzt keinen Bock auf neue Überraschungen, Digga. Wenn du kämpfen willst, zeig dich verdammt nochmal. Ich höre sehr viel da hinten. Aha. Oh Gott. Wo kommt das, Mann? Ich hasse es. Und überall ist dann Leute hinter meinem Rücken schießen. Ich weiß nicht, wo das kommt. Das ist Kacke. Ich glaube, keiner mag es. Oh, wow. Was? Ach komm. Cool. Lag einfach eine halbe Stunde rum. Oh. Mein Gott, Freunde. Oh. Shit. Alter Schwede. Kurz rumgeleckt, aber jetzt geht's wieder. Alter Schwede. 2 AP. Oh Gott, das ist ein Tryhard. Warum ist ein Tryhard? Mann, Alter, ich hab keinen Bock. Hab keinen Bock auf einen Tryhard. Ich hab keinen Bock auf einen Tryhard. Hab ihn gegeben, aber... Oh Mann! Der ist richtig gut. Hab keinen Bock auf einen Hab keinen Bock auf einen Schützer. Optimal. Hier ist ja unsere gute... Nennt ihr Voids. Ich in die Energiezone. Ich lande jetzt mal nicht irgendwo, wo ich mich jeder sehen. Wow. Genau. Nicht, wo mich jemand sehen kann. Das ist jetzt sehr, sehr vorbildlich gerade von dir, Digga, gemacht, Digga. Wirklich. Hier kann ich keiner sehen. Wir werden gehört. Und wo kommt das? Halla! Hi. Jungs, Aufklärung. Von wo kommen diese Schüsse? Alter, ich hasse... Nee, oh Gott! 5 FPS an der Stelle. Hä? Wo ist denn der? Oder die? Oder das?
Oh Gott! Nicht ganz so offensichtlich, Digga. Mal wieder zurück auf. Was? Also erstmal 5 FPS, ne? Immer ange... Wieder 5 FPS? Was? Alter, ich dachte... Wie hätte das so viel Leben gehabt? Okay, Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, sagt gerne mal einen Daumen rum da. Abonniert diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Ja, die ersten beiden Runden Fortnite waren... Ja, was soll ich sagen? Ein Freekiller, aber trotzdem... Okay, gut, letzte Runde war ein bisschen unglücklich. Ey Leute, ich hasse es, wenn sich Leute an der einfach hochschleichen, heranschleichen und... Nee, ich konnte nichts sehen, ich weiß nicht, wo Leute waren. Und ja, deshalb haben sie mich richtig überrascht. Oh, ich hasse sowas, Leute. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das auch hasst. So Leute, wir sehen uns in einem neuen Video wieder oder einem neuen Livestream.